Hallo Freunde, willkommen zurück zu Madden NFL 15 und ja, ich habe schlechte Neuigkeiten, ihr seht es vielleicht, wenn ihr aufmerksam seid. Unsere Statistik, die sieht auf einmal anders aus und das Ganze hat folgenden Grund. Netterweise gleich nach dem zweiten Spieltag, ich wollte gleich danach den dritten aufnehmen, habe allerdings eine kurze Pause gemacht und als ich den Spielstand dann wieder laden wollte, ja, da sagte er mir auf einmal, der Spielstand sei zerstört. Und deswegen durfte ich natürlich nochmal von vorne anfangen. Und dieses Mal habe ich leider Spiel 2 verloren. Das war gegen, oh Gott, gegen wen war das? Gegen die San Francisco 49ers. Da habe ich eine ordentliche Klatsche bekommen. Da habe ich aber auch überhaupt nichts hingekriegt. Leider, leider. Deswegen ja, jetzt die andere Statistik mit einem Sieg und einer Niederlage. Ansonsten aber ist alles gleich geblieben. Wir haben wieder Jeremy Jones, wir haben wieder einen ausgeglichenen Quarterback und ja, ich glaube, die Werte habe ich diesmal ein bisschen anders gemacht. Wir haben hier übrigens noch 1300 Punkte zu vergeben. Machen hier Short auf 80. Wie viele haben wir denn noch? 100. Ja, das reicht nicht. So, Short ist jetzt auf 80. Ich werde erstmal alle von den drei auf 85, denke ich mal, machen und dann erst werde ich mich um die anderen Werte so ein bisschen kümmern. Und ja, wir spielen jetzt gegen Houston Texans und das zu Hause, also da muss ein Sieg her, ansonsten sind unsere Fans böse auf uns und reißen uns die Bude ein und das wollen wir ja nicht. Und ja, ich weiß, wie gesagt, nicht woher das kommt, warum der Spielstand auf einmal kaputt war. Ich habe mich echt geärgert und war schon wieder kurz davor zu sagen, nö, kein Bock mehr. Aber nein, die erste Folge ist ja so gut angekommen, da dachte ich mir, ich muss einfach weitermachen. Wenn euch das so gefällt, habe auch mal so ein bisschen geguckt und ich sehe ja, Madden, ja, gerade im deutschsprachigen Raum, ist wirklich ganz schön mau, das Angebot. Und von daher, ja, möchte ich euch eine Freude machen und macht das Ganze einfach weiter. Hab die Spiele so einfach nochmal nachgespielt und ja. Jetzt geht's ganz normal weiter mit Spieltag Nummer 3. Und wir schauen mal, wie viel Spielzeit wir heute bekommen. Ich bin wirklich gespannt. Besonders nach dem letzten Spiel, wie gesagt, das ja absolut bescheiden war. Weiß nicht, was da los war. Ich glaube, ich habe 4 Interceptions geworfen und ja, ich weiß auch nicht, was los war. Ich kann es euch nicht sagen. Oh, und da macht Houston gleich erstmal einen Touchdown und dann noch ein Field Goal. Es steht 10-0 für Houston. Das ist alles andere als schön. Ja, Curl Flats versuchen wir mal. Versuchen uns hier damit über den ersten First Down zu bringen. Und ansonsten schauen wir mal. Und er fängt den Ball. Er fängt den Ball und er hält ihn auch fest. Sehr schön. Der erste First Down ist gewiss. So muss es sein. Gut gemacht hier von unserer Nummer 12. Fragt mich aber nicht, wer es ist. Ich vergesse es immer. Ich glaube, es müsste. Latimer ist die 14, genau. Und Cardwell ist die 12, genau. Und der zweite Mal, das zweite Mal. Und diesmal hat es nicht geklappt. Und eigentlich irgendwie war ich auch der Meinung, was anderes eingestellt zu haben. Hab gerade so ein bisschen geträumt, weil ich überlebt habe, wer die 12 ist. Ja, eigentlich wollte ich jetzt einen Laufzug machen. Laufspielzug, aber. Ja. Na toll, jetzt kommt Manning und meckert oder was, weil ich so scheiße bin. Ja, wunderbar. Hallo, ich habe 2 Würfe gemacht und 10 Yards. Immerhin. Ja, so. So. Schauen wir mal, was wir jetzt machen. Wir sollen ja eigentlich zur Lette mal werfen, aber ich werde auch Norwood und Cardwell im Auge behalten. Und der Ball war schon wieder so scheiße geworfen und da werfe ich schon wieder die nächste Interception. Ich verwechsel ganz ehrlich, ich verwechsel die Knöpfe. Das ist so bescheißen, ist das doch. Das ist doch. Ah, das gibt's doch nicht. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, dritter Wurf, erste Interception. Fängt schon wieder gut an. Ich müsste eigentlich schon wieder ausgewechselt werden. Ja, das passiert, wenn ich nicht auf die rote Linie werfe. Also auf den roten Spieler mit dem roten Laufwerk. Ich krieg's einfach nicht hin, den Pass da irgendwie halbwegs geschickt zu werfen. Und deswegen werde ich mich dann auch wieder vorläufig erstmal wieder auf den roten Laufweg konzentrieren.
Ja. Schauen wir mal, ob er es schafft. Training schaffe ich das jedes Mal. Ja, aber natürlich nicht, wenn die Abwehr wieder oder unsere Tackles versagen. Und der Gegner so leicht durchkommt. Das ist doch schon wieder... Ja, das Problem ist natürlich, ich habe es im Tutorial gelernt, wenn der Gegner einen Blitz aufstellt, dann dürfen wir den Ball nicht lange behalten. Das gerade, was wir gemacht haben, war, wir haben den Ball lange gehalten, aber Nachteil, beziehungsweise Nachteil nicht, aber das Problem an der ganzen Sache ist, ich erkenne noch keinen Blitz. Ich erkenne den Blitz nicht, wenn er steht. Das ist mein Problem. Ich weiß jetzt bei manchen Sachen schon, was ich dagegen am besten aufstelle, aber ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich erkenne oder woran ich erkenne, dass sie das machen. Und deswegen weiß ich auch nicht, wann ich den Konter anwenden muss. Ganz einfache Sache. Muss ich mir vielleicht nochmal in so einer kleinen Videoschulung oder so angucken, was ich da besser machen kann. Und Houston führt übrigens inzwischen mit 13:0. Ich weiß nicht, was auf einmal los ist, das erste Spiel. Beziehungsweise im ersten Durchgang, als ich ja das erste Mal gespielt habe, da war das ja alles gar kein Problem. Da habe ich die ersten zwei Spiele ja haushoch gewonnen. Und ja, im zweiten Versuch dann, wie gesagt, gegen die San Francisco 49ers, ich glaube 24:0 oder so verloren, weil, wie gesagt, ich habe absolut nichts geschissen bekommen. Und ja, ihr seht es, gegen Houston sieht es schon wieder genauso aus. Und ja, das deprimiert sich mich so wieder ein kleines bisschen und es ist schon ärgerlich. Vor allen Dingen, weil ich weiß, dass es besser geht. Ihr habt es ja beim ersten Mal gesehen, die ersten zwei Spiele. Und daran möchte ich wieder anknüpfen und ich weiß nicht warum, aber es klappt momentan nicht. Ihr seht es, die Laufspielzüge funktionieren nicht, funktionieren die Pässe nicht, es ist doch alles wirklich für den Arsch. Und ich verstehe auch zum Beispiel nicht, warum wir keine Punkte machen, wenn ich nicht auf dem Feld bin. Was ist mit Manning? Manning ist ein 95er Quarterback und der kriegt nichts geschissen, Herr Junge. Was ist da los? Ah, schade, wurde erwischt hier. 4 Yards hat er geschafft. Ach, nicht mal, 2 Yards waren nur, na wunderbar. So, wir versuchen es mit einem Schlenz. Mit einem Schlenz. Konzentrieren wir uns hier, wie gesagt, auf den roten Laufweg. Mal sehen, was es wird. Und werden wieder getackelt, weil ich wieder nicht drauf geachtet habe. Es ist doch zum Kotzen, ey. Ich habe keine Lust mehr momentan. Es ist doch wirklich... Und er verliert den Ball in so einer wichtigen Situation. Wir waren so nah dran an der nächsten Third. Oh. Ja, und damit hat er es wieder versaut. Wunderbar gemacht, Spielerchen. Wunderbar gefangen. Nicht. Blöder Penner, ey. Der Ball war jetzt wirklich nicht schwer. Ja, mach doch mal, schieß doch mal jetzt. Oder wollt ihr jetzt noch Gassi gehen oder was? Hallo. Schön. Ja, so viel dazu, Freunde. Das dritte Drittel oder das dritte Viertel. Fast zu Ende und das sieht absolut nicht gut aus für uns. Wir kriegen hier wieder mal nichts geschissen. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist wahrscheinlich besser. 16:0 inzwischen, schon sehr schön. Das ist wahrscheinlich besser, dass wir hier so wenig Spielzeit kriegen. So, das jetzt könnte ein Blitz sein. Das sagt er uns auch, deswegen sollen wir den Ball nur kurz behalten. Und ich habe schon längst gedrückt, aber er hat zu lange gebraucht. Und irgendwie habe ich gerade das Gefühl... Es ruckelt so ein bisschen, oder? Ist das Video unschärfer als das letzte Mal? Ich habe so ein bisschen das Gefühl. Guckt es euch mal an, sagt mir mal eure Meinung, würde mich mal interessieren. Und ja, wir haben es wieder versaut. Wir haben wieder einen schönen Sack abbekommen. Und der nächste Interception, es hat echt... Nee. Ja, an Tagen wie diesen, da macht das echt keinen Spaß zu spielen, wenn das so scheiße läuft. Wieder, ja, habe ich auf den guten Mann gehört, der hier gesagt hat, ich soll mich nicht immer auf die Redline konzentrieren, aber ihr seht's, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es funktioniert jedes Mal nicht. Und da, das nächste Mal. Das, obwohl es die Redline war. Ich habe das Gefühl, in den Videos sind absolut, ab und zu Ruckler drin. Was ist denn da los?
Ich hoffe jetzt nicht, dass das Video die ganze Zeit ruckelt, denn das wäre echt scheiße. Und er fängt den Ball schon wieder nicht. Wie blöd kann man sein, Alter? Mann, du hättest den First Down gehabt. Mann. Ja, und wieder versaut. Ja, das war's auch dieses Mal. Ich hoffe, es ist hier also hier in der V-Show oder ruckelt das Spiel ständig? Ich habe ja aber in den Einstellungen eigentlich nichts geändert. Was ist denn da los? Ich hoffe nicht, dass es da jetzt wirklich ruckelt. Und wenn doch, dann ja, hoffe ich, dass ja, dann tut es mir wirklich leid. Dann versuche ich es beim nächsten Mal wieder besser zu machen. Obwohl ich eben nicht weiß, woran es liegen soll. Ich gucke mir das Video gleich nochmal an und dann schauen wir mal. Sehr, sehr merkwürdig. Wie gesagt, ich finde es auch irgendwie ein bisschen unschärfer. Ja gut, wie gesagt, jetzt kann ich sowieso nicht mehr ändern. Jetzt sind wir im letzten Viertel. Kriegen hier schon wieder die Klatsche unseres Lebens hier, 23-0. Genauso sah es das letzte Mal auch aus, wie gesagt, gegen die San Francisco 49ers. Und ich weiß, dass es meine Schuld ist, obwohl ich mich auch ein bisschen darüber, wie gesagt, aufrege, dass Manning nichts hinkriegt und mein Spieler passt auch nur noch Dreck. Ich verstehe nicht mehr, warum der so Kacke wirft. Es hat die ganze Zeit funktioniert. Das erste Spiel, auch beim erneuten Spielen, das erste Mal so gut geklappt. Und dann auf einmal... Dann auf einmal beim zweiten Mal. Ja, seitdem ich die Werte erhöht habe. Ich weiß nicht, was das ist. They can be picked off. Most of the time they're dropped, and this time that was a bad drop by the defense. So, es sieht vielleicht wieder nach einem Blitz aus. Ich weiß es nicht. Down the field. Ah, und das wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Das war jetzt aber ehrlich gesagt nur noch eine Verzweiflungstat. Weiß ich selbst. Aber das Spiel, das ist ja nun sowieso verloren. Es ärgert mich so unglaublich. Das glaubt ihr gerade gar nicht. Ich verstehe es nicht. Das erste Spiel, wie gesagt, als ich es normal gemacht habe gegen die Seahawks, das hat wieder so gut geklappt. Ja, und dann auf einmal. San Francisco 49ers hieß der Gegner und seitdem läuft nichts mehr. Ich weiß nicht, ob die Spieler Moral haben oder was auch immer, aber gut. Es ist nicht mehr zu ändern. Wir verlieren das Spiel hier mit 23-0 Punkten. Und das zu Hause, ich glaube, die Fans, die würden uns am liebsten fehlen. Und ich kann es ehrlich gesagt auch verstehen, bei der schlechten Leistung von Manning und von mir und ja, allgemein vom gesamten Team. Traurig, traurig, bitter, bitter. Aber gut, wir können nur vorwärts schauen, hoffen, dass es beim nächsten Mal besser wird. Ich weiß, das sage ich bei NHL auch jedes Mal, aber ich glaube fest daran. Und noch sind wir in der Preseason, das heißt, noch bedeutet das Ganze gar nichts. Von daher, alles gut. Wir kriegen das wieder hin. Peyton Manning, 44,4%, da wird mir schlecht. Ja gut, ich danke trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß, auch wenn, ja, das Ganze ein bisschen hier aus dem Ruder lief und das absolut Gritze war, was wir hier abgeliefert haben. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's gut, euer Nation Zero. Ciao, ciao.